Hallo zusammen. Nach sehr langer Zeit begrüße ich euch mal wieder zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly oder HTX Weekly oder auch ja, RC Elektronik. Ich hatte auch schon mal gedacht, den Kanal umzubenennen, aber der Name ist eingeführt. Also lassen wir das so. Und bei dem Intro-Bild, was ihr jetzt gerade seht, ahnt ihr sicherlich schon, dass es heute überhaupt gar nicht um OpenTX oder HTX geht, wie sonst, sondern um etwas ganz anderes. Wer den Kanal so ein bisschen beobachtet hat oder die Dinge, die ich so mache, der hat wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich gerade dabei bin, so ein bisschen auf der Retro-Welle zu schwimmen. Und deswegen habe ich mir mal zum Beispiel diese VarioProp 8S hier vorgenommen. Die habe ich gewissermaßen entkernt, oder das Ziel ist es, sie zu entkernen und sie mit einer neuen Elektronik auszustatten. Ich bin ja ein Sammler von solch alter RC-Technik, Fernsteuertechnik, Fahrtregler. Da habe ich schon eine ganze Menge angesammelt. Und diese hier, das ist eine von mehreren schwarzen VarioProp 8S. Die ist gewissermaßen übrig. Und ich habe mir einfach überlegt, das könnte man mal auf eine neue Basis stellen. Ursprünglich ist in dieser Fernsteuerung diese Platine verbaut. Wir haben hier auf der rechten Seite den HF-Teil, links haben wir den Impulsformungsteil. Das ist gar nicht mal so unmodern. Diese Anlage, wie gesagt, 8S kann also nach Graupner-Zählung vier Kanäle übertragen. Und ja, die Idee war eigentlich relativ schnell geboren, diese Elektronik mal neu zu machen. Ich bin da vor Jahren schon mal mit angefangen. Vielleicht kann sich jemand daran erinnern, das hatte ich auch mal ein Video dazu gemacht. Und zwar hatte ich mal auch eine gewissermaßen überzählige 8S von den gelben neu gemacht. Das habe ich jetzt mal so gelassen, wie es damals war. Da habe ich hier praktisch ein neues Board reingemacht. Damals war das aber eine Umrüstung auf 2,4 GHz und das wollte ich jetzt nicht mehr machen. Das fand ich also relativ unspannend. Das ist ziemlich einfach, sowas durchzuführen. Ich fand es eigentlich viel interessanter, mal in die HF-Technik der damaligen Zeit richtig einzutauchen. Genau. So, gucken wir nochmal hier rein. Ja, was sehen wir hier? Da sehen wir schon die Anlage ausgestattet mit dem neuen Mainboard. Da sind ein paar viel weniger Komponenten drauf als bei dem originalen. Ihr seht auch, wenn man das Kabel hier mal so ein bisschen zur Seite macht, dass da offensichtlich einige Fehler auf dem Layout waren. Ja, das ist wie immer. Ach Gott, was soll ich sagen? Man ist voll davon überzeugt, dass man das alles richtig gemacht hat. Und es funktioniert auch erstmal auf Anhieb, aber später stellt man fest, dass da doch einige Haken und Ösen dann drin sind. Also es ist nicht besonders tragisch hier. Es funktioniert mit den kleinen Änderungen, aber das kann natürlich so nicht bleiben. Ich muss dann nochmal ein neues Board machen, aber im Wesentlichen wird es so dann auch aussehen. Ich habe hier nochmal eine unbestückte Variante davon. Ja, was man, ich halte das mal hier daneben, die bestückte und die unbestückte. Was ist da drauf? Nun, auf der rechten Seite ist auch der Hochfrequenzteil für 27 MHz, 35 MHz oder 40 MHz. Für die amerikanischen Freunde könnte man auch noch auf 13 MHz oder 72 MHz senden. Ist alles kein Problem, da wir hier nicht mit Quarzen arbeiten, sondern mit einem entsprechenden Frequenzsynthesizer. Dann haben wir hier in der Mitte den, ja, da ist so ein Beeper noch drauf, der kann fröhlich vor sich hin piepsen, wenn irgendwas passiert. Da ist die Spannungsversorgung drauf. Und auf der linken Seite ist dann praktisch der Microcontroller mit den Anschlüssen für die POTIs. Das sieht man hier, die sind hier angeschlossen. Oder auch das Drehspulinstrument, kann ich gleich nochmal zeigen. Und dann haben wir hier, da ist es schon bestückt, ein Bluetooth-Modul und ja, in beiden Fällen jetzt hier unbestückt
bei der leeren Platine natürlich sowieso ein ELRS-Platz. Da könnte man, wenn man möchte, einen ELRS-Empfänger respektive Sender, ist ja beides das gleiche, dann noch auflöten. Dazu komme ich später nochmal, warum das eigentlich da drauf ist. Gut. Okay, soweit die Platine. Die Platine hat hier so einen weißen Rahmen noch eingezeichnet und alle Bauteile befinden sich innerhalb dieses weißen Rahmens. Und die Platine hat da noch so komische Löcher, die eigentlich gar nicht notwendig wären für das schwarze Graupner-Gehäuse, weil das ja durch die Führungsschienen gehalten wird. Aber diese Platine ist auch gedacht für die gelbe. Dann kann man sie nämlich anhand der weißen Linie aussägen. Und dann passt sie also auch hier rein. Man sieht das mit den Schraubenlöchern. Oder man kann sie auch in die F14 einbauen. Wird dann also auch hier entsprechend reingeschoben. Passt alles. Ist ja auch nicht so super unterschiedlich. Ja. Okay, das erstmal so zum grundsätzlichen Aufbau. Das Interessante ist also zum einen, dass diese Platine oder diese Steuerelektronik keinen Quarz braucht. Das kann man also einstellen über entsprechende Bedienelemente. Wenn man die Anlage umdreht, dann fragt man sich natürlich, hallo, welche Bedienelemente sollen da bitte nützlich sein, um den Kanal einzustellen? Ja gut, das Bedienelement, was sicherlich jeder in der Tasche hat, das ist eben ein Handy. Und zu der Anlage gehört eben auch eine App. Das blendet jetzt hier, sehe ich gerade. Ich will es mal, so kann man es vielleicht sehen einigermaßen. Eine App, die zeige ich jetzt gleich nochmal in Aktion. Okay, hier neben liegt ein alter Graupner-Empfänger, ein C12 mit Kanal, muss ich selber jetzt mal gerade gucken, 58, müssen wir nämlich gleich einstellen, Kanal 58. Es geht allerdings natürlich auch, das wäre die moderne Variante, irgendwelche Scan-Empfänger, wie zum Beispiel hier so ein Corona RP8D1. Die gibt es ja noch tatsächlich auch neuwertig zu kaufen, auch wenn der chinesische Hersteller sagt, dass er nur noch ein paar letzte Mobilfunkchips hat, auf denen dieser Empfänger hier basiert. Also ist davon auszugehen, dass die auch demnächst auslaufen werden. Aber nun habe ich ja auch schon mal geschrieben, ich mache mir auch Gedanken über einen Selbstbauempfänger. Gut, was liegt hier noch so auf dem Tisch rum? Wie gesagt, der Empfänger, da ist angeschlossen hier ein Servo an Kanal 1 und so ein Multiswitch, ein originaler Graupner Multiswitch. Und ja, nicht so oldschool liegt hier jetzt einfach noch einer von meinen Brushless-Stellern rum. Der dient aber im Wesentlichen nur als Stromversorgung. Da ist also auch gar kein Brushless-Motor jetzt hier angeschlossen. Der ja, ist eigentlich nur BEC. Okay. Dann würde ich sagen, versetzen wir das Ganze mal in Aktion und ich mache jetzt etwas, was man normalerweise ja so nicht machen sollte. Ich schalte zunächst einmal den Empfänger ein. Kleine Kontaktschwierigkeiten hier. Was ist denn da jetzt? So, das Servo zappelt da. Ach Gott, jetzt geht er wieder aus. Ich muss das nochmal irgendwie. Ja, so vielleicht. Jetzt zappelt er hier fröhlich vor sich hin. Das Schaltmodul blinkt auch ab und zu mal, ist klar.
Wir haben hier Störungen. Das ist ja auch ein ganz rudimentärer Empfänger ohne irgendwelche Failsafe-Elektronik, wie zum Beispiel diese hier. Habe ich jetzt aber extra mal gemacht, damit ihr seht, dass da jetzt kein HF-Signal irgendwie abgestrahlt wird. Okay, jetzt könnte man vielleicht mal auf das Drehspulinstrument achten. Ich schalte jetzt den Sender ein. Das muss ich leider mangels Schalter hier oben noch an meinem Netzteil tun. Das mache ich jetzt gerade mal. So, man sieht das Drehspulinstrument, man sieht es vielleicht auch nicht, da zeigt ungefähr Mitte an. Gut, das soll ja später auch die Akkuspannung dann im gespreizten, in einer gespreizten Darstellung anzeigen. Ist jetzt natürlich noch nicht relevant, weil ich das am Netzteil hängen habe. Und es ist an, sieht man jetzt hier auch an der LED, ist natürlich später nicht mehr zu erkennen, weil das dann im Gehäuse ist. Gut, der Sender ist an, aber die HF ist noch nicht eingeschaltet. Das Servo zappelt also noch fröhlich vor sich hin. Jetzt können wir mal die App hier nehmen. Und zunächst einmal muss ich erklären, was man hier auf der App sieht. Man sieht hier oben einen Schalter, um die HF dann einzuschalten. Damit wird also praktisch der Hochfrequenzteil von dem Sender aktiviert. Das sollte man natürlich nur tun, wenn man sich vergewissert hat, dass der Kanal auch der richtige ist, den man eingestellt hat. Hier in der Mitte ist jetzt einfach mal so ein Gauge für die Akkuspannung im zeitlichen Verlauf. Hier unten haben wir dann Schaltfunktionen und das ist so ein kleines, das Blaue hier ist so ein kleines Fenster, wo so Kontrollmitteilungen durchlaufen. Das kommt später noch weg. Das ist jetzt erstmal uninteressant. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil. Da kann man die ganze Chose auch praktisch mit zwei virtuellen Joysticks dann bedienen. Man kann natürlich noch beliebig viele, das werde ich auch machen, andere Menüfunktionen hinzubauen. Aber soweit erstmal. Gut, jetzt lassen wir mal das Servo hier nicht sterben. Das ist schon ganz warm durch das Zappeln. Jetzt verbinde ich mich erstmal Bluetooth-mäßig mit dem Sender. Gehe ich hier auf Connect. Okay, damit bin ich jetzt hier verbunden. Wenn ich allerdings hier die Knüppel bewege, tut sich gar nichts und das Servo zappelt auch noch. Das liegt daran, dass die HF immer noch ausgeschaltet ist. Und hier oben den Schalter. Ich kann das aber mal einschalten. Weiß ich gerade nicht, was los ist. Man nimmt nochmal die Stromversorgung weg hier von dem Empfänger. Ist das Servo jetzt gestorben? Ich weiß nicht, ob sie das jetzt gerade aufgehangen hatte, das Servo. Auf jeden Fall, jetzt habe ich es an den anderen Kanal gesteckt. Man kann es hören, dass sich das bewegt. Und ich betätige jetzt einfach mal hier einen von den Schaltfunktionen. Und da kann man auch sehen, dass die LED hier entsprechend angeht. Bei den anderen habe ich ja nichts angeschlossen. Das funktioniert also auch nicht. Ja, soweit so gut. Andere Servos habe ich jetzt nicht an die Knüppel angeschlossen, deswegen sieht man da nichts. Okay, so ist also erstmal der erste Stand von diesem Projekt erreicht. Was daraus wird, weiß ich selber noch nicht. Auf jeden Fall kann man es in die anderen Anlagen dann einbauen. Bei der Varioprop 8S, bei der schwarzen, bei der gelben oder auch bei der roten ist es ja so, dass man hier keine Schalter hat. Bei der die schwarze gibt es als 14-Kanal, da hat man noch zusätzliche POTIs. Natürlich kann die Anlage komplett auch 8 Kanäle
übertragen. Wobei in diesem Fall haben wir jetzt ja einen Kanal missbraucht für den Multiswitch. Und wenn man jetzt so eine F14 auf einen neuen Stand bringen will, dann kann man natürlich auch die physischen Schalter hier benutzen. Das ist auch entsprechend bei dem Mainboard schon vorbereitet. Kann man dort anschließen. Aber wie gesagt, man kann es auch mit den virtuellen machen. Und ja, da kann man, naja, beliebig viele kann man nicht. Also man kann pro Kanal, kann man ja ein so ein Schaltmodul anschließen. Man hat also dort dann die 8 Schalter. Und von einer solchen 8-Fach-Schaltergruppe kann man natürlich dann maximal auch 8 Stück einbauen. Dann hätte man natürlich gar keine Proportionalkanäle mehr. Also das ist eigentlich wie in der alten Technik, nur eben dann hier mit solchen virtuellen Schaltern ausgestattet. Okay, ja, das war's soweit. DHF mal ausschalten. Danke fürs Zuschauen und es gibt sicherlich in der nächsten Zeit wieder einige Updates für diese schöne alte 40 MHz Technik. Hatte ich ja eben schon angedeutet, das Ziel ist so ein bisschen Retro. Zu der Varioprop gehört natürlich dann oder gehören die entsprechenden alten Varioprop-Empfänger, und zwar nicht diese hier, sondern die steckbaren. Ich habe jetzt gerade keinen hier auf dem Schreibtisch zu liegen. Das ist also Ziel, dass in diese alten Empfängergehäuse auch eine moderne Empfängerelektronik eingebaut wird. Und last but not least ist natürlich jetzt auch noch zu erklären, warum ich hier ein ELRS-Modul vorgesehen habe. Bluetooth haben wir ja gerade festgestellt, Bluetooth Low Energy, aber ELRS, nun, das ist für zwei Dinge. Man kann jeden ELRS-Empfänger auch als Sendemodul benutzen. Das heißt, man könnte jetzt hier mit so einer alten Fernsteuerung auch nicht nur über 40 MHz senden, sondern eben auch über ELRS. Ist ganz praktisch, wenn man dann jetzt mehrere Modelle da steuern möchte. Zum anderen kann man aber auch diesen Sender, und das war die ursprüngliche Idee, als ELRS-Empfänger und Relaisstation für 40 MHz benutzen. Das heißt, dieser alte Sender bedient zwar ein Modell über 40 MHz, empfängt seine Kanaldaten aber von einem anderen modernen Sender beispielsweise und dient dabei dann eben nur als Relaisstation. Ich hole jetzt nicht die RadioMaster TX16S hier vor, sondern ich nehme die einfach mal, die FlySky. Die läuft auch mit OpenTX und ELRS. Da hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten mit Mischern, mit sonstigen zeitgesteuerten Funktionen. Man hat Modellspeicher. Alles das, was es jetzt hier erst einmal nicht gibt, denn ich wollte ja hier kein HDX oder so etwas nachbauen. Das kann man dann einfach mit einem anderen Sender machen, und diese Anlage dient dann im Grunde genommen nur noch als Umsetzer, als Relaisstation für 40 MHz. Gut. Ja, damit bin ich dann jetzt wirklich mal am Ende. Ist doch ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich dachte, aber vielleicht hat es euch ja ein paar Anregungen gegeben und hat ein bisschen Spaß gemacht beim Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.